Als erstes fügen wir den Ultimaker 3 in Cura hinzu. Dazu gehen wir auf Drucker, Drucker hinzufügen, wählen den Ultimaker 3 aus und klicken auf Drucker hinzufügen. Als nächstes wählen wir die Datei aus, die wir drucken wollen. Dazu gehen wir auf Datei öffnen und wählen die entsprechende Datei aus. Jetzt können wir die Datei noch bearbeiten. Wir können sie zum Beispiel drehen . Wir können sie skalieren und wir können sie auf unserem virtuellen Druckbett bewegen. Jetzt wählen wir das Filament aus, mit dem wir drucken wollen. Die Druckauflösung ändern wir unter dem Punkt Schicht Dicke. Hier wählen wir eine Druckauflösung von 0,2 mm aus. Die Füllung ändern wir auf 80%. Da wir Stützstruktur benötigen, machen wir einen Haken in den Punkt Stützstruktur generieren und wählen den Extruder 2 aus. Das Material für den Extruder 2 ändern wir auf PVA, da wir mit wasserlöslicher Stützstruktur drucken wollen. Da der Printcore AA nicht kompatibel ist für PVA, ändern wir den Printcore auf BB08. Als nächstes klicken wir auf Vorbereiten, um den Druck zu slicen. Nun wählen wir die Schichtenansicht aus, um uns die einzelnen Schichten genauer anzusehen. Wir können uns den Schichtaufbau auch als Video ansehen. Dazu drücken wir auf das Play-Symbol. Zu guter Letzt speichern wir die Datei auf unserem USB-Stick und können diese nun drucken.